Die Sterntaler. Es war einmal ein Mädchen, das hatte keine Mutter mehr, keinen Vater und auch kein Zuhause. Es besaß nichts anderes als die Kleidung, die es anhatte. Eines Tages machte es sich auf den Weg. Das Einzige, was es bei sich hatte, war ein Stück Brot. Unterwegs begegnete es einem alten Mann, der am Wegrand saß und seine Hand ausstreckte. Das kleine Mädchen hatte Mitleid und schenkte ihm sein ganzes Brot. Als das Mädchen seinen Weg weiterging, kam es an einen dunklen Wald. Dort begegnete es einem weinenden Kind, das vor Kälte zitterte. Ohne zu zögern, verschenkte das Mädchen sein warmes Kleid. Das Mädchen ging tiefer in den Wald hinein. Und obwohl es nur ein dünnes Hemd anhatte, war es glücklich, dass es den anderen hatte helfen können. Auf einmal fielen 1000 Sterne vom Himmel und verwandelten sich in glitzernde, funkelnde Goldtaler. Das Mädchen hatte nun ein wunderschönes weißes Kleid an. Es breitete das Kleid aus und die Goldtaler fielen hinein. Und es war reich für sein ganzes Leben. Doch es vergaß nie, den Armen zu helfen.